Moin moin meine lieben Leute und willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu einer weiteren Folge Resident Evil. Und ja, wir gehen uns gleich raus, denn das letzte, was wir gemacht haben, ist es, zwei Spinnen zu töten und irgendwelche Tentakel um Hals zu bekommen. Wir haben einen Bienenstock freigesetzt. Müssen wir gucken, ob wir da vorbeikommen, ohne gecatcht zu werden. Aber ich muss auch aufpassen, die Löcher in dem Boden sind dumm, denn da kommt Tentakel raus. Aber hier kommen wir eigentlich ganz gut. Aber ich weiß nicht, ob die jetzt hinter uns herkommen. Was natürlich scheiße wäre. Wir gucken mal, ob wir nach die andere Tür reinkommen. Wir sind die Bienen ja auch weg. Sind sie anscheinend nicht. Nehmen wir hier mal da rein. Die Tür ist verschlossen. Auf dem Türschild steht Galerie. Da können wir rein, okay. Wir sind da rein. Necessary to destroy stars. What about my family? I will guarantee their safety. If I play my cards right. Worum geht's da, ne? Wir gehen mal rein. Jill. Barry Burton. I heard someone talking. Oh, you heard. I think age is starting to take its toll. Talking to myself is becoming a bad habit. Talking to yourself? You all right? What's gotten into you? I'm getting you worried, aren't I? But don't, I'm all right. I guess this creepy mansion has gotten to my nerves. Anyway, I think I'll go outside, get some fresh air for a change. Don't worry, I'm just going to get some fresh air. If I'm lucky, I'll get to waste some monsters along the way. Ich meine, ich glaube nicht, dass man nicht zusammenbleibt, oder? Also, das ergibt doch schon alles keinen Sinn. Bericht zur Pflanze 42. 4 Tage sind seit dem Unfall vergangen. Die Pflanze an Punkt 42. Wächst noch immer erstaunlich schnell. Obwohl viele Aspekte dieser Pflanze unbekannt sind, wissen wir, dass der T-Virus im Vergleich zu anderen Pflanzen eine deutlich stärkere Wirkung auf sie hat. Der T-Virus hat sowohl Anatomie als auch Größe der Wirtspflanze grundlegend geändert. Der derzeitige Zustand erlaubt uns überhaupt keine Rückschlüsse auf die ursprüngliche Form mehr. Nichts auf Erden kommt ihm gleich. Wir haben festgestellt, dass Pflanze 42 zwei Quellen zur Aufnahme der feuchten Nährstoffe hat. Eine Quelle sind die Wurzeln, anscheinend sind die Wurzeln bis in den Keller vorgedrungen. Unmittelbar nach dem Unfall verlor ein Forscher den Verstand und zerstörte den Aquaring. Seither steht der Keller unter Wasser. Es ist wahrscheinlich, dass eine der Chemikalien im Wasser das enorme Wachstum von Pflanze 42 begünstigt. Konnten diese Chemikalie bislang nicht isolieren. Ein zwiebelartiger Teil der Pflanze 42 wurde an der Decke des Erdgeschosses entdeckt. Wir sind überzeugt, dass sie das Erdgeschoss durch die Belüftungsschächte erreichte. Unzählige lange Schlingen ragen heraus, der Zwiebel hervor. Wir nehmen an, dass diese Schlingen die zweite Methode zur Nährstoffaufnahme sind. Wenn Pflanze 42 ein Opfer wahrnimmt, fängt sie es an ihren Schlingen, anschließend entziehen Sauger an den Schlingen dem Opfer sein Blut. Die Pflanze zeigt auch Intelligenz. Beim Fang von Opfern oder im Ruhestand winden die Schlingen sich um die Tür, um mögliche Eindringlinge fernzuhalten. Leider sind bereits eine Reihe unserer Wissenschaftler der Pflanze 42 zum Opfer gefallen. Berichte der Überlebenden weisen alle eine Gemeinsamkeit auf. Wenn die einheitlichen Blütenblattartigen Klappen sich öffnen und eine Frage liegt, wird die Pflanze deutlich aggressiver. Ein Zeuge hat den Eindruck, dass die Pflanze sich zu verteidigen versucht. Die Gründe für dieses Verhalten sind noch unbekannt. Restarten. Okay. Und durchsuchen wir das Zimmer mal hier. Hier gibt es nichts Besonderes. War nichts mehr? Auch nicht? Da sind wir rausgekommen, da können wir reingehen oder was? Da drin ist. Wasser tropft aus dem Becken. Wahrscheinlich eine defekte Dichtung. Da liegt auch was. Ein Schlüssel. Residenzschlüssel mitnehmen? Klar. Hier nicht. Okay, so ein kleines Zimmer. Klar, dass noch irgendwas kommt.
So. Hier war aber auch noch was, habe ich gesehen nämlich. Auf jeden Fall die Regale hier so ein bisschen. Ja. Was macht man denn hier? Kann ich nicht schieben? Ah, okay. Was zur Seite? Eine Treppe. Das ist eine Leiter, nur scheint klar. Und kurz hier auf die Karte. Quaring, okay. Munition haben wir überhaupt noch? 6 Schuss, genau. Scheiße. Das ist jetzt kein schweres Rätsel. Das dauert ein bisschen. Okay, wir haben noch eine Kiste hier hinten gehabt, ne? Auch mit? Darüber können, oder? Okay. Eine Pflanze, nehmen wir mit. Kann man aufmachen, gut, super. Wo das denn führt. Oh. Da gehen wir gleich mal raus. Da brauchen wir, glaube ich, was Härteres, um die Viecher kaputt zu machen. Ich glaube, gegen Hai können wir nichts ausrichten. Zurücklaufen. Wir haben ja diesen Schlüssel gefunden, damit können wir schon auch noch irgendwas anderes aufmachen. Kriegen wir noch hin. Der Residenzschlüssel. Ja, so. Gut, gehen wir oben gucken. Hätten wir alles erforscht soweit, ne? Raus. Na gut. So, die Bienen sind ein bisschen scheiße. Aber wir kriegen keine Bienen. So, hier müssen wir erstmal rüber. Wir können auch schon fast noch mal speichern, obwohl. Oh, schon wieder. Mann, ich bin doch gar nicht so dicht dran gewesen. Scheißviech, ey. So. Hier oder Speicherpunkt? Na gut, kann man hier greifen. Brauchen die Schüssel nicht mehr. Ach so. Da. Ja. Es bewegt sich irgendwas rechts, ne? Seht ihr das? Ah.
Der hat sich mal umgebracht, würde ich sagen. Liegt da denn? Ah, liegt Munition. Warte. Ja, wird. Dann müssen wir die Pistole da nochmal holen. Da. Selbstverteidigungswaffe mitnehmen, klar. Selbstmordbrief. Ich musste es tun. Wir rannten vor den Dingern weg und halfen einander zu überleben. Aber dann entwickelte Robert die Symptome. Ich musste es tun. Diese verfluchten Dinger sind böse. Es gab keine Alternative. In meiner Lage hätte er dasselbe getan. Nachdem ich ihn erlöst hatte, musste ich ihn im Bad zurücklassen. Nun bin ich wohl der Letzte. Wie konnte das geschehen? Ich werde mir meine Arbeit in diesem Projekt immer vorwerfen. Aber ich werde meine Strafe halten. Aus diesem Ehrenhaus gibt es kein Entkommen. Es ist nur eine Frage der Zeit. Alles steht fest. Ich brauche nur den nötigen Mut. Dass ich dieses Umfeld lassen muss, bedauere ich sehr. Aber alles ist besser, als einer von denen zu werden. Bitte versteh mich und lass mich mein Leben als Mensch beenden. Zur Rückseite steht eine Nachricht. Linda, bitte verzeih mir. Noch mehr Munition, perfekt. Ach, zumindest an dem vorbeigehen, oder ist er angereift? Hier ist noch ein Badezimmer, sollen wir mal reingehen? Draußen, es hört sich gerade an, als ob er vom Seil abgefallen ist. Wahrscheinlich auch gleich kommt. Kontrollraumschlüssel nehmen wir auch mit. Ah. So. Der ist hinüber. Da draußen wartet sicherlich auch einer auf uns. Lass mal rausgehen, da wartet auf jeden Fall einer, ganz sicher. Ja. Oh, lassen wir ihn noch da. Müssen wir nicht umbringen. So, wir gehen nochmal hier rein. Gucken nochmal. Müssen wir gucken, was wir mitnehmen können und was wir nicht mitnehmen können. Also. Windwappen. Ich lasse das Windwappen jetzt mal hier. Ich laufe schon die ganze Zeit mit rum. Und mit dem Buch was anfangen können? Lass das Buch aus mal hier. Munition brauchen wir. Dafür nehmen wir auch den Dings mit. So, ein Granatwerfer, mit dem können wir wahrscheinlich die Haie ordentlich mit killen. Dann lassen wir jetzt mal das Feuerzeug hier. Selbstverteidigungswaffe. Aber wir speichern nochmal vorher. Speichern vor, das ist vielleicht besser. Ich habe ein bisschen Angst, dass da irgendwie. Müssen wir hier mit den Farbbändern aufpassen? Wir müssen gleich mal gucken, wo wir noch überall hin können. Der Kontrollraumschlüssel. Nur kurz die Karte gucken. Also, wir haben hier. Das ist der Aquaring. Hier gibt es auch noch Türen. Da kamen wir aber nicht rein. Wir brauchen einen Schlüssel für. Da hinten ging es runter. Okay. Oh, hätte ich vielleicht mal. Sollten wir vielleicht das erste Hilfsdings mitnehmen? Was haben wir jetzt alles dabei? Vielleicht sollen wir das Spray mitnehmen, nur sicherheitshalber. Nehmen wir lieber mit. Ich habe ein bisschen Angst, dass wir da gleich sonst irgendwie. Nee, brauchen wir gar nicht. Entschuldigung. Ah, Mist. Wir finden noch eine Pflanze unterwegs. Oh, das erste Hilfe-Set nicht. Müsste mit der Pflanze auch möglich sein. So.
durch. Und dann rennen wir jetzt mal wieder vor den Bienen weg. Müssen wahrscheinlich irgendwann mal totstechen werden. Wir müssen in diesem Zimmer rein. Was ist das Zimmer? Nein, der ist... Entschuldigung. War hier hinten das Zimmer was. Ich glaube, wir müssen jetzt wieder hier runter. Ich glaube, dieser Kontrollraumschlüssel ist wahrscheinlich unten für den Kontrollraum, wo wir gewesen sind, wo die Haie waren. Wir haben jetzt ganz viele Waffen dabei, zwar. Ja. Testen wir mal. Obwohl, oder jetzt können wir vielleicht durch die Tür hier vorne. Ja, hier war das, ne? Genau. Ne, hier war noch ein Raum. War das der vielleicht? War ich gerade vorbeigelaufen, ne? War hier nicht auch eine Tür? Genau, hier. Ja, okay, sie ist von der anderen Seite verschlossen. Okay. Gut, dann müssen wir hier mal rein. Wir müssen natürlich auf den Hai aufpassen, dass er uns nicht schnappt. Habe ich jetzt die Pflanze mitgenommen? War hier nicht eine Pflanze irgendwo? Ich bin ein bisschen tossig, kann das sein? Ist da hier eine Pflanze rum irgendwo? Oder hab ich da falsch gedacht? Okay. Habe ich wohl nicht gesehen, richtig. Na gut. Probieren wir mal. Mehr als sterben können wir ja nicht. So, aber wir sollten vielleicht doch die andere Waffe lieber nehmen, wenn der Hai kommt. Als wir die brauchen, weiß ich gar nicht, aber weiß auch nicht, ob man den Hai da erschießen kann. Probieren wir jetzt auch erst gar nicht. Nur erstmal von ihm wegzulaufen. Ich bin gespannt. Vor dem Hai weglaufen auf jeden Fall. Eieieiei. Laufen, 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 laufen. Laufen, 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 laufen. So, hier kommt ihr bestimmt nicht hoch, ihr blöden Haie. Ah, guck mal, da kann man aufmachen. Ah, jetzt hab ich auch noch einen Kopf. Oh, guck mal, brauchen wir noch einmal. Waren da Leute auf den Notfall hin? Okay, ich muss runtergehen. Ah, ich glaube, das ist das, wo dieser Hai so durchdreht, ne? Ja, genau. Ich meine, der knallt gegen die Scheibe, dann will er uns gleich fressen. So, also. Die Steuerung für das Hauptsystem. Alles scheint ordnungsgemäß zu funktionieren. Eine Fehlermeldung wird angezeigt. Beim Ablassen des Wassers muss etwas schiefgegangen sein. Da ist ein Schalter zum Ablassen des Wassers. Drücken. Nee, noch nicht drücken. Wann lass mal ab, wofür es ist. Ein Druckkammer. Okay. Eine Druckkammer. Okay. Eine Druckkammer. Okay. Dann das Gleiche. Das ist ein Kater. Ach, komm, Aquaring, nehmen wir mit. Was hier? Okay. So machen? Drücken wir drauf. Okay. Unbekannte Druck. Gefährlich 10%. Okay. Ein Öldruckregler.
Wir brauchen den Öldruck jetzt nicht zu ändern. Reaching 30% of pressure threshold. Da ist ein Steuerhebel für die Druckkammer. Er lässt sich erst verstellen, wenn der Sicherheitsmechanismus gelöst ist. Großer Sicherheitsmechanismus. Großer Sicherheitsmechanismus. Hier drüben vielleicht. Druckkammer ist verschlossen. Sicherheitsmechanismus gelöst? Ja. Reaching 50% of pressure threshold. Ja. Activate emergency drainage system immediately. Wenden Sie den Öldruck wieder her und lösen Sie den Sicherheitsmechanismus. Öldruck, wo war das denn? Hier hinten irgendwo? Ah. Wobei war das, ne? Reaching 70% of pressure threshold. Okay, der Sicherheitsmechanismus wurde gelöst. Sie müssen ihn nur per Hand bedienen. So, ist das richtig? Okay. Oh, super. Und jetzt? Ja, Wasser ablassen. Oh, Alter. Nur 70%. Das Wasser wurde vollständig abgelassen. Okay. Wieso kann ich diese Ersthilfekasse nicht benutzen? Ich verstehe es nicht. Blöd für? Das brauchen sie jetzt nicht. Okay. Na, gut. Können wir jetzt hier mal rausgehen? Versuchen wir mal rauszugehen. Hier war das ganze Wasser wahrscheinlich. Vorher. Was zu finden? Oh, hier, Brandmunition. Das Material steht Dynamit. Die sind voll völlig durchgeholt und nutzlos. Schade. Ah. Klingt da irgendwo was? Nee. Auf die Karte, wo wir sind jetzt. Sollen wir an die Tür gehen hier? Vielleicht die hier? Gucken wir mal. Gucken wir mal, wo wir landen. Ah, hier, was ist denn? Magnum-Munition. Ich habe nicht mal eine Magnum-Waffe. Wollen wir die sicherheitshalber mitnehmen? Nein. So, wo sind wir jetzt hier? Okay, nee, dann gehen wir ja schon wieder raus, ne? Dann lass mal zurückgehen. Noch den Rest da erforschen. Gut. Hier ist auch eine Tür, nehmen wir die mal. Ja, da liegen die Haie. Okay. Ein Schuss reicht für die, okay, die liegen ja auch im Trockenen, ne? Okay, jetzt wir noch einen erschossen haben wir jetzt. Eieiei, der Hai sieht auch riesig aus. Der Generator für die Durchflughebel nach unten drücken? Ja. Das Ding sieht aus, als würde es ihnen einen Stromschlag verpassen.
Ach so. Ja, drück mal nach oben. Kein Strom. Hm. Oh. Ei, ei, ei. Mist, das machen wir jetzt mal noch runtergehen? Warte mal. Das wusste ich, das kenne ich noch, glaube ich. Pass auf. Ja, so war das. Genau, so war das damals. Zack. Versenkt. Aber ich glaube, man kann es auch nicht mehr hochdrücken, ne? So, jetzt können wir aber diesen Schlüssel holen, den wir da gerade gesehen haben. Ne, die können sie nicht tragen. Ach du Scheiße. Kann auch nichts wegwerfen, oder? Kacke, oder? Das ist doch kacke. Ich habe überhaupt keinen Bock, jetzt nach hinten zu laufen. Tut mir jetzt echt eine Seele weh. Aber ich feuer jetzt die ganze Schüsse weg hier. Es ist natürlich ärgerlich, so viele Schüsse zu verballern, aber ich habe keine Lust zurückzulaufen. So, und den Schlüssel aufsammeln. Danke. War richtig bescheuert von mir, ich weiß. Aber egal. So. Mal kurz gucken, wie viele Türen gibt es auch, die wir nicht geöffnet haben. Hier gibt es keine mehr. Gut. Hier raus. Ah, ärgerlich, ärgerlich. Gute Munition, ne? Die gute Munition. So, gehen wir hier durch. Das war der Weg, den wir gerade eben gegangen sind, wo wir nicht weitergekommen sind. Da sind wir aber noch nicht hochgegangen. Das heißt, wir gehen da kurz hoch, wo wir da landen. Diese Musik irgendwie. So. Wir haben die Tür aufgeschlossen. Ach, das ist bestimmt die Tür, die man von anderen Seite nicht... Okay. Das ist die Tür, die man von anderen Seite nicht öffnen konnte. Die müsste halt im Gang gewesen sein, glaube ich, ne? Genau. Gut. Ich laufe zurück. Schon noch der ein oder andere Gegner. So, jetzt haben wir noch einen Schlüssel erhalten. Muss hier noch irgendwelche Türen geben, die wir nicht aufhaben? Da ist noch eine Tür. Gucken wir, ob wir da reinkommen. Diesen ganzen Wespen. Da müssen wir schon aufpassen mit den Wespen. Ich meine, man kriegt aber noch irgend so ein Zeug, was man, womit man diese Wespen oder Bienen killen kann. Ich weiß eigentlich nicht mehr wie und wo und wann wir das bekommen. So, probieren wir diese Tür mal schnell aus. Okay, rein. Sind ja auch nur kleine Bienen, wie man sieht, ne? So. Die ist von einer Seite blockiert, okay. Ah, Scheiße. Geht weg, ihr Scheißviecher. Oh, da liegt jemand. Eine Leiche mit schmerzverzerrtem Gesicht. Die hält etwas fest. Insektenspray mit ihm, klar. Können wir gleich benutzen, glaube ich. Okay, es geht nicht. Geht. Ich
nicht benutzen hier? Oh, ich renne jetzt mal raus. Überall diese Wespen. Warte mal, können wir da hinten das... ...das da reinpacken? Na? Okay, ist er tot? Ah. Oh, scheiße. Wie kriegt man die denn los, ey? So, ich würde sagen, wir speichern jetzt einfach mal. Da ist noch viel zu holen, glaube ich, in dem, da drüben, da drin. Können wir erst danach machen. Das gibt's nicht! Jedes Mal kriegt er mich da! Nicht normal. Du wirst mich doch eigentlich gar nicht kriegen da. Bin ich verkehrt? Eigentlich nicht. So. Lass mal hier hin. Gut, legen wir mal das hier zurück. Das brauchen wir anscheinend nicht. Hilfekassen funktioniert ja irgendwie auch nicht bei uns. Warum auch immer. Dasselbe springen wir mit. Ach guck, das sind verschiedene. Okay, die brauchen wir den nicht. Zack. Gut, sind wir das Hilfe springen wir jetzt einmal. Ich glaube, in Sicherheit haben wir das Messer mit. Vielleicht können wir die Wespen ja auch mit dem Messer abstechen. Wäre ja mal auch nicht schlecht. So. Trotzdem speichere ich jetzt einmal. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann. Tschüss.